Die schlechtesten deutsche Rap-Lines, Volume 1, 2, 3 und 4. Die ziehen wir uns nämlich jetzt mal rein. Den möchte ich mir unbedingt reinziehen, meine Freunde. Bin wirklich mal gespannt, was da uns da erwartet. Eigentlich tatsächlich nicht. Ich bin mir sicher, dass ich die Hälfte der Artists wahrscheinlich gar nicht kenne. Trotzdem ziehen wir uns das mal ganz kurz rein. Billige Reime von, geh keine Kunst, Digga, billige Reime von. Oh, Digga. Gib Fero, Mero, keine Chance. Oh, Digga, da kann man alles einsetzen. Not bad. Kunst, Digga, billige Reime von, geh keine Kunst, Digga, billige Reime von, geh keine Kunst, Digga, billige Reime von, geh keine Kunst. Pressekonferenz leite ich vom Schaufelstuhl, indem ich meinen fetten Schwanz nach außen hole. Die Pressekonferenz, die leite ich vom Schaukelstuhl, nachdem ich meinen fetten nach außen hole. Ja? Excuse me, what the fuck? Besser sie gewöhnen sich der Bösewicht mit königlichem Firmensitz. Besser sie gewöhnen sich der Bösewicht mit königlichen Firmensitz. Mein Schwanz ist auf der Suche nach einem Mund, der auf Französisch spricht. Ja, finde ich jetzt aber nicht so weg. Mein Schwanz ist auf der Suche nach einem Mund, der auf Französisch spricht. 12. Also ein Mund, der auf Französisch spricht, okay? Sekunden später. Alles klar, Digga. Ja, gut. Summer Jam, ich glaube, das war so nicht gedacht von dir an der Stelle, aber ich finde ich eine solide Line, also gut geflowt. Minimum 18 Karat, ja, das kommt dir nicht mal dein Papa. Du holst die Gucci und Prada, doch bist immer noch ein Versager. Patte. Wir sind zwei G's, wir haben das Logo auf dem Gürtel, ich gehe die Rolex rein und frage nicht nach dem Preis. Cash, die Fragen, muss für beides für Fendi, ey, ha. Ja, gut, es geht da sehr viel um... Ja, es ist das, bei Loredana, ja. Vergleich dich niemals mit mir. Mein Schwanz ist 10 Meter mal 4. Was? Mein Schwanz ist 10 Meter mal 4? 40 Meter? Das geht nicht. So geht der Bahnhof, Flow, Caprizon, bei der Zone. Verkauf auf Heroinien, Sohn bei Amazon. Was? So geht der Badeflow Caprison bei der Zone, Verkauf auf Heroin der Sohn bei Amazon. Was so? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das. Kann man das. Float, da, macht man das? Kann man Kinder auf. Ja, scheinbar kann man. Bruder frisch vom Bahnhofsviertel, der schreit was gar nicht mehr. 10 Gramm Gott, Artis, wenn du heute noch bestellst. Manche Typen kommen schwul aus dem Knast. Doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach. Bitte? Bitte? Man sagt, sie seien schwulenfeindlich, es wird so geredet. Ich nehm keinen Hintereingang, wenn es auch von vorne geht. Ja, ich, ja. Also ja, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt auch nicht so, also ja. Guckst du mich so an, als ob ich Stalin wär? Nur weil ich auf der Wiese tanze, wie der Charmin wär. Okay, finde ich jetzt auch, also ich finde das jetzt zum Beispiel nicht wack. Also ich meine, wie der Charmin Bär, tanzt du mal auf der Wiese? Ich weiß nicht, warum angeguckt, als ob ich, guckst du mich so an, als ob ich Stalin wäre. Das macht irgendwie so ein bisschen, also da ist halt die Frage, wann guckt man jemanden an und hat überhaupt jemand ein Bild von euch vor Augen, wie Stalin aussieht? Ich bezweifle das an der Stelle einfach mal. Ich bin Kurt Cobain. Es ist Kurt Cobain, wie ich aus dem Tuareg steig. Die Frauen wollen mein Herz, doch es ist leider nur aus Stein. Alles hat ein Ende, doch die Wurst hat zwei. Komm. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Komm auf Tour vorbei, oh yeah. Klick, klack, klick, klack, boom. Die Standing Ovations, ich lass es klatschen. Rapper sind wie Faxgeräte, sie machen Faxen. Machen wir weiter mit Teil 2 an der Stelle, meine Freunde.
KS Mafia, ich bin krass. Wenn ich komme, seid ihr platt. La Fiesta, lass es besser. Ich ficke deine Schwester mit dem Sandhandschuh. Der Sandhandschuh. La Fiesta, Alter. Wir leben busy und sterben jung. Alles kommt weg im Leben, so wie ein Frisbee. Also ein Frisbee kommt nicht zurück. Ein Boomerang, ein Frisbee nicht, Bro. Ja, mein Gott. Das ist schwarz-rot-gold, hart und stolz, wollt ihr's für mich schauen, doch glaubt mir, meine Mom ist durch. An der Stelle, meine Freunde, an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, den Track Neue Deutsche Welle damals wirklich gefühlt. Muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, Flair sah damals auch ziemlich deutsch aus. Also das war ja so der Hintergrund dieser Line. Finde ich nicht so wack. Hör auf den Beat, sag mir nicht, er geht schon so. Wer macht Stress, kommt mit aufs Mädchenklo. Alles klar. Okay, wieso aufs Mädchenklo? Ja, es gibt hier einen Rapper, der hier des Öfteren vertreten ist. Ich möchte mich dazu an der Stelle nicht äußern. Manchmal gute Kopf und manchmal sind wir Depri. Unsere Herzen sind kalt, so wie Yeti. Unsere Herzen sind kalt, so wie Yeti. Ja, oder auch Bofrost-mäßig. Fühle ich sehr. Geht unter die Haut wie eine Tattoo-Nadel. HB. Wieder mal der Beste, bin Leila. Digga, ich bin, du denkst, es war einfach. Kommen alle Viber, wie eine Leiter, geh ich hoch, aber Mermifro war auch Fußballer. Ja, also da ist auf jeden Fall der Double Time wirklich extrem tight gesessen bei Mero an der Stelle. Textlich macht das jetzt ganze zusammenhangsmäßig nicht so viel Sinn, aber Flow, Alter. Fresse, du Huren, Alter. Boah, ich hab so Angst vor Haftbefehl. Ich mein's einfach ernst. Haftbefehl ist so ein Gangster. Ich meine das hundertprozentig ernst. Haftbefehl ist ähnlich wie die 187 Jungs, einfach Leute. Da hat man einfach Angst vor. Der hat eine Bazooka. Du bist nicht Timbo oder Pharrell oder Jazzy Faye. Du bist nicht cool und Dre, Mann, du bist schwul und gay. Yeah. Ich bin jetzt ein kranker Typ, mit den verrückten Missgeburten. Bin ich wütend, fick ich nicht, dann bück ich mich und pflücke Gurken. Was? Bin so ein kranker Typ, mit 10 verrückten Missgeburten. Bin ich wütend, fick ich nicht, dann bück ich mich und pflücke Gurken. Hat der die Line an der Stelle ernst gemeint? Also, Chakusa ist ja mittlerweile raus aus dem ganzen Game so. Macht, glaube ich, alles nur noch über Solo-mäßig. Aber, ja, ich meine, Gemüse und sowas ist auch wichtig. Also, es ist wichtig, Vitamine. Ich nenne sie Bibi, sie nennen mich Pupu. Okay. Sie wollen die Bifi, direkt in die Mumu. Ja. Ich muss sagen, deine Conrads sind mir ganz Latte. Wenn ich will, dreh ich im Porno nur mit ankacken. Ja, gut! Oh, that's nasty. Der deutsche Traum, du denkst vielleicht Äquator. Doch ich bin der King auf dieser Seite des Äquators. Leute mieten sich für Stunden ein Drehboot. Denn mehr als guter Junge, halt geht los. Der Echo 2006 in der Kategorie Booster Zweckreim. National geht an. Echo Fresh. Alles klar. Ja, warum auch nicht? Also ich würde mir auch direkt ein Tretboot mieten, wenn ein neues Album rauskommt von irgendeinem Rapper. Das ist ja genau das. Lama, Leute, mich nervt das hier, dass ich diese scheiß Strähne hier habe, Alter. Das kotzt mich so an. Es macht mich so aggressiv. Jetzt ist sie weg. Gut, das war's auf jeden Fall von den schlechtesten Deutsch-Rap-Reimen.